So, dann wollen wir mal. Ich würde sagen, wir gehen. Machen das. Okay. Da hinten ist ein Geschütz, ja, das sehe ich gerade. So, das ist weg. Sturmgeschütz. Gute Frage. Das ist eine gute Idee. Boah, und der killt den perfekt. Achso, da unten müssen wir ja auch noch hin. Moment, hier. Machen wir mit der Luftwaffe, würde ich sagen. Ja. Oh, da steht eine Flak. Mhm, okay. So, wie sieht's bei dir aus? Oh, 3-3, komm. Oh, fantastisch. Das heißt, der Angriff hier ist abgebrochen, korrekt? Ja, wir haben die Verbindung wieder. Uiuiui, der Panzer hat mich hier voll blockiert. Gut, das ist doch schon mal gut gelaufen. Jetzt. Sturmgeschütz. Schaffst du das? 1-6, ja, du schaffst das. Dann kill den bitte. Das heißt, wir gehen hier hin. Wir gehen hier hin. Eins, neun. Moment. Panzerabwehr, kannst du. Ja. Panzerabwehr hier hin, bitte. Dann würde ich dich sogar nachher hier rüberziehen. Du könntest den Weg hier reinmachen. Machst du auch. Du kommst hier hin. Artillerie. Der könnte den Overrun machen. Das könnte man machen. Dann kommst du hier hin.
Okay, der hat einen gekillt. Das war so nicht gedacht, aber in Ordnung. Habe ich nichts dagegen. Machen wir das. Hier hin, ja. Zwei. Weißt du was? Wir machen das hier. Boah, hat der den gekillt. Ey, böse. Doch, richtig böse. Der Generalpanzer, der hat, wenn der noch einen Helden hätte, wäre der noch übler drauf. So, du kommst hier hin. Die Artillerie kann ich nicht bewegen, dich auch nicht, dich auch nicht. Die Flak mal hier in die Stadt mit rein und die Flak hier hin. Oh, was machst du denn? Warum gehst du jetzt da hin? Räumen erstmal die Mine hier. Naja. Wow. Okay, gut. Egal. Dann. Das war so nicht gewollt. Eigentlich sollte der hier. Aber gut. Dann haben wir jetzt hier die Mine noch geräumt. Und dann das. Ist in Ordnung. Kann man mit leben. Sehr schön. Artillerie. Ja. Ja. Gut, ich habe jetzt hier keine Versorgung. Das war zu erwarten. Aber jetzt glaube ich, hier ist ein Zeug. Hat noch 3 Schuss. Passt. So, dann kommen wir zu den Kollegen hier. Der haut ab. Und wir ziehen uns hier zurück und dann soll er jetzt mal kommen. Überlegung, ja, wäre aber, nee. Sollten jetzt erstmal das. Na, machen wir das so. Wir bleiben hier immer noch defensiv, weil der mir auf gewissen Flanken noch einfach zu stark vertreten ist. Kommst du mal hier hin? Wir kommen hier gut durch auf jeden Fall, aber es ist noch alles nicht so das Wahre. Artillerie. Okay.
Der dürfte jetzt hier eigentlich, was Versorgung angeht, ziemlich Probleme haben, ne? Ja, und der hat auch da ziemliche Probleme. Das Geschütz ist jetzt sozusagen außer Gefecht, weil das kann gar nichts mehr machen. Von wo kriegst du jetzt noch deine Unterstützungsfeuer? Echt eine gute Frage, ne? Pass mal auf, du kommst hier hin, das... Wir bauen jetzt hier einfach eine Barriere und dann soll er jetzt hier kommen. Die Artillerie kommt hier hin. Du kommst hier hin. Ihr haltet hier die Stellung. Ich meine, er muss ja was machen, nicht ich. So, der Zug. Wir schießen nochmal drauf. Das hat mir jetzt nichts wehgetan groß, aber es beschäftigt ihn. So, dann kommen wir zu denen hier. Oh, toll, die stehen davor und sehen es nicht. Das liebe ich ja immer wieder. Machen wir das? Also, naja, besser als nichts. We reached the train before the Russians could put it back on track. Now it will serve us as it did them. Hopefully even better. Another nail in the coffin of the Soviet military at Kharkov. So, es ist die Überlegung. Ich komme da nicht runter. Ach Mist, ich komme da wirklich nicht runter. Warte mal. Nee. Das gleiche hier. Nee. Gucken wir uns mal. Der Zug, der hat im Gegensatz zu meinem mehr HP, ne? Ja. Ja, es gibt ja Einheiten, wo du kaufen kannst, habe ich ja schon gesehen, bei Zügen. Den, wo ich habe. Und dann diesen erweiterten mit 24. Das ist der Standard, wo ich habe, ja. Genau. Aber den, wo ich habe, der ist auch kostenlos, von daher. So. Einfach mal reingeschossen. Tut ja nicht weh. Nicht unbedingt. So. Ja, mache ich das. Ist das Gebäude hier Geschichte? Hm.
Jetzt die Luftwaffe hier wegkriegen. Okay, wir schicken unsere Luftwaffe erstmal hier so hin. Ich weiß noch nicht, wie ich da agieren soll. Muss ich da irgendwie rankommen? Ich würde von hier aus nicht reinkommen, oder? Nein, ich muss hier über die Stadt rein. Scheiße. Okay, ich muss wohl hier einen Luftschlag reinsetzen. Weil das wird sonst anders nicht laufen, wie es aussieht. 2-1. Ich habe keinen doppelten Schuss. Das ist ein Problem. Und ich würde gerne in einem Zug da rein. Das heißt... Ab da rein. Ja. Natürlich klappt das jetzt hier Versorgung, das ist mir klar, aber ist egal. So, wäre Panzer hier drauf. Aufklärer. Wir könnten. Wunderbar. Dann decken wir mal gerade den ganzen Kram hier auf. 2-8. Erstmal Infanterie hier rein. Hier hin. Nee, das ist mir eine Nummer zu heftig noch. Hier hin, die Artillerie hier hin. Ne, wir ziehen die Luftwaffe zurück. Erstmals. Wenn wir das Gebiet hier räumen, könnte man mit dem Fallschirmjäger vielleicht sogar hier landen. Wir müssen gucken, was hier ist. Das kann ich mir ja angucken. Dann könnte man bei Nacht anfangen zu starten. Weil das wäre am allerbesten, bei Nacht zu starten, ja. So, ihr haltet hier die Stellung. Keine Versorgung mehr hier, das heißt, der wird in der nächsten Runde hat er jetzt hier nochmal voll Schuss, aber alles, was er dann verliert an Stärkepunkte, ist dann weg. Zack, wie hier. Er kann es nicht mehr
nachjustieren. Dann ist jetzt wirklich die Überlegung zu sagen, hier eine Offensive zu starten. Da möchte ich aber erst ganz kurz hier eine Aufklärung machen, was hier ist. Oh, wow, 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 wow. Wow, 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 da haben wir einiges vor uns, ja. Das ist ja heftig. Aber die werden alle eingesperrt. Das heißt, die könnte ich Stück für Stück auseinandernehmen, aber es ist heftig, was hier steht. Noch. Aber wie gesagt, Munition geht denen jetzt langsam aus. Keinen Schuss mehr, ja. Hat keinen Nachschub mehr. Auch nur noch ein Schuss. Die sind noch voll. Das auch. Ja, die könnten jetzt noch eine Offensive. Dann, wenn ich jetzt eine Offensive mache, könnten die natürlich nochmal. Aber das wäre dann die letzte, wo die dann auch noch starten könnten, ne? Weil dann wäre dann für die auch Schluss. Deswegen würde ich sagen, wir warten noch auch die nächste Nacht, würde ich sogar sagen, ab und werden dann im nächstes, wir haben als nächstes Tag. Wir haben ja gar keine Nacht, wir haben Tag als nächstes. Okay. Ja, gehe ich jetzt hier hin, fahrt der natürlich hoch und der macht dann Schaden, ich kann dagegen nichts dann machen. Na, da komme ich noch nicht rein, das klappt noch nicht so. Müsste man so Stück für Stück machen. Wir lassen den kommen. Wir lassen den kommen erstmal. Ich meine, es eilt ja nicht. Ich kann ja die hier Stück für Stück auseinandernehmen, die hier einfach gemütlich ausbluten lassen. Die bleiben erstmal hier, aber mit denen habe ich schon vor, nachher hier das zu unterstützen. Aber erstmal bleiben die hier, weil ich, da komme ich auch noch nicht durch, ne. Das nächste Ziel wird sein, den Vorstoß hier und hier endgültig dann, obwohl das hier müsste eigentlich gar nicht mehr kappen, weil der ist hier gekappt, aber dann wäre er hier wohl komplett gekappt. Lass mal gucken. Versorgung. Ja, wir könnten ihn jetzt hier komplett kappen direkt. Dann wäre hier die Versorgung komplett weg sogar, ja. Sogar für die hier. Da kriege ich momentan keine Versorgung rein, das ist klar. Das Gebiet hier wird wichtig für die Versorgung. Das hier ist auch ein wichtiges Gebiet, ja. Wie sieht es denn hier aus mit der Versorgung? Die ist auch gekappt. Wunderbar, perfekt. Gut, wir müssen jetzt einfach Beschäftigten kommen lassen. Er wird sich jetzt ihn jetzt Stück für Stück ausbluten lassen. Und gucken wir uns das nachher mal an, was er jetzt gemacht hat. Wow. Der stellt sich knallhart vor. Krass. Okay. Ja, zwei Schaden ist schon bitter. Aber warum macht die Artillerie von dem so viel Schaden? Das kann doch wohl nicht wahr sein.
schön. Gestoppt worden von dem. Kriegt nochmal eine drauf. Ja, er blutet jetzt aus. Schon krass. Das ist wirklich das Selbstmordkommando. Das nächste kommt schon gerade wieder. Na, er will da oben wohl jetzt. Versucht da oben eine Lücke zu finden. Ja, der blutet sich jetzt aus. Und Schuss. Boah. Ja, der wird hier systematisch gerade zerlegt. Ja, das ist so das letzte Aufbäumen jetzt hier in diesem Kette. Der hat keine Versorgung mehr, klar. Der muss jetzt irgendwie gucken, dass er das Ding durchbricht. Das ist... So, ja, die Runden sind halt echt lang, ist halt echt, ja, wieder 30 Minuten. Ach, tut mir leid, ich würde halt gerne mal wirklich auch zu zwei oder drei Runden machen, aber es ist halt einfach zu umfangreich. Das klappt meistens nicht. Gegen Ende geht das manchmal. Ärgert mich auch ein bisschen, aber ja. Gut, Leute, das war's mit dem Part. Bis jetzt ist alles perfekt nach Plan gelaufen. Er tobt sich da oben auf, blutet sich aus, es hat geklappt. Die Panzer, ja, klar, der wollte jetzt dahin, das hat man ja gesehen. Aber wir werden jetzt hier eine Schneise, wie man so schön sagt, schlagen. Da ist er hier oben auch komplett abgeschnitten, hätte auch. Aber Leute, wie das ausgeht, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Das war's von dem Part, bis dann.